Sie haben die Gießerei betreten, den heißen Ort der Black Lumber. Ich frage mich, wie die sich auf den anderen Sprachen anhört. Damals müsste man sich das einfach fragen. Okay. Damals müsste man sich das echt fragen und im schlimmsten Fall das Spiel in einer Sprache installieren, falls möglich. Heute wäre es tatsächlich nur einmal bei YouTube eingeben oder ein Longplay oder ein Let's Play. Das ist natürlich Longplay. zu gucken, halt in anderen Sprachen, ne? Und da wüsstest du halt, wie sie sich anhört. Aber ich gehe mal von aus, die werden wahrscheinlich in jeder Version sich eigene angelacht haben, so ungefähr, die sich halt Shakshi anhört, ne? Shakshi. Mir ist tatsächlich auch aufgefallen, weil bei den Videos kannst du nämlich die Sprache einfach umstellen. Also da sind mehrere Audiospuren drin. Da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel in der Stelle, wo die Frau sagt, hier, diese eine komische Frau, ich bin ganz da, ich liebe Lacolina an oder was für ein Scheiß sie gelabert hat. Wenn du da die französische Version anguckst, da hörst du sie nur komische Geräusche machen die ganze Zeit. So, aber nichts reden. Wo ich auch dachte, hä, okay, haben sie das einfach komplett weggeschnitten? Und dann in der französischen Version? Dabei, das Spiel kommt ja aus Frankreich, also Ubisoft, ne? Außerdem, okay, komisch. Und ich glaube, bei Englisch war das war nicht lippensynchron. Da hat er tatsächlich volle Kanne daneben geredet, wie Globox seine Lippen bewegt hat. Und allen anderen Sprachen war es relativ lippensynchron. Nur in Englisch irgendwie völlig daneben. Achso, ja, wahrscheinlich, warte. Genau, da habe ich mir schon was gedacht. Du kannst wahrscheinlich noch weiterlaufen. Und da sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Goodies. Musik schon wieder. Was hat er denn da anvisiert? Nur sagen, klappen die von automatisch aus? Ja, die klappen sogar automatisch aus. Theoretisch muss ich ja nicht mal googeln, wer die Musik hier gemacht hat, weil wenn wir das Spiel durchspielen, dann werden sicherlich die Credits kommen und da wird auch stehen, wer die gemacht hat, die Musik. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat auch nicht mehr eine einzige Person allein den ganzen Soundtrack gemacht, sondern das werden dann auch schon ein paar mehr gewesen sein, ne? Natürlich, irgendjemand wird federführend sein, so ungefähr, aber trotzdem gehe ich mal davon aus, dass es nicht ein einziger gemacht hat. Der Raven 2 könnte es noch sein, aber wie gesagt, hier, kannst höchstens so ein bisschen raushören, wenn das so einen ganz bestimmten Stil halt hat, ne, das Spiel. Hat das Spiel einen ganz bestimmten Stil? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, Hilfe, wo bist du denn? Würde ich verpasst? Naja, schlimmsten Fall können wir halt wieder einfach zurückspringen, ne? Oder springen. Zurückspringen oder springen, ihr wisst, was ich meine. Au. Wahnsinn, die Session geht schon eine Stunde und 50 Minuten. Ich klabüster die ja wieder wie immer auseinander, weil dass ich die in ein Part hochlade, das habe ich ja damals mal gemacht. Wo einer auch gesagt hat, ich würde dich in so großen Dingern hochladen. Mittlerweile weiß ich, ja, warum wohl? Erstmal, weil du halt das halt nach wenig Videos aussieht, wenn du halt eben nur mal ein 2-Stunden-Video hochlädst. Und natürlich, weil es auch so ein bisschen abschreckend wird, ne? Wenn jemand darauf geht und dann denkt er so, 2 Stunden, das gucke ich mir doch im Leben nicht an. Los, meine Socken abholen, ich hab sie verliehen. Aber 8 mal 15 Minuten ist wieder okay. Im schlimmsten Fall, ne, gibt's einfach die Playlist. Machst du die Playlist an und dann laufen einfach alle Folgen hintereinander. Eine Folge zur nächsten Folge.
Problem ist ja immer, dass selbst ich teilweise die Folgen ja schon eigentlich alle fertig habe und hochgeladen habe auf YouTube, aber die halt noch nicht freigeschaltet habe, ne? Ich böser Bub. Viel zu lange für euch. Ich guck nur gerade, kannst du noch weiter da oben? Nee, okay, ist eine unsichtbare Wand. Dann habe ich noch Spiele, die ich eigentlich noch weiterspielen müsste, so wie Heroes oder, naja, Gran Turismo 2 bin ich eigentlich mehr oder weniger durch. Da wollte ich eigentlich nur noch einen einzigen Part machen, wo ich in der Scudo fahre, aber kam ich irgendwie auch noch nicht dazu. Hm. Muss ich hier oben bleiben? Da unten sind nur ein paar Kristalle. Soll das eigentlich sein? Schöpflöffel? Ach nee, das sollen die Dings drin sein hier. Pflaumen ohne Ende. Ich muss los, einen Sandalenfilm schauen. Was? Ein Sandalenfilm? Eine weitere Quizfrage. Gibt es Sandalen? Gibt es einen Sandalenfilm? Keine Ahnung. Ah, hier. Bestimmt auch noch da. Wie. Ah, guck mal hier. Das ist ein Cash-Tibi. Da muss ich erst den besiegen, damit ich Dings hier, den roten Kanister bekomme. Siehst du, und schon kriege ich den roten Kanister. Frage muss ich lieber besiegen, bestimmt. Da steht irgendwie ziemlich scheiße, der Wichser hier. Die Tür ist offen, es geht weiter, ich wollte gerade sagen. Kommt natürlich jetzt auch ein nächster Abschnitt, denn der war ja ziemlich groß, also diese komische Lagerhalle hier gewesen. Die möchten es ja klein lassen, ne? Denn so viel Arbeitsspeicher hatten wir 2003 noch nicht. Also ich hätte nur 256 und das war schon viel zu wenig eigentlich. Da war schon optimal 512 gewesen. Die Spiele damals auf meiner alten Gurke haben auch Ewigkeiten zum Laden gebraucht, weil halt die Gurke so langsam ist, ne? Da kam auch immer der Fehler. Höher entwickelt ist als ich, stelle ich eine einfache Frage. Haben Sie mal gezählt, wie oft Raymond seit Beginn des Spiels verloren hat? Auf jeden Fall häufiger als ich, denn ich weiß nicht einmal, was Niederlage bedeutet. Wie lautet also die Schlussfolgerung? Dass du nie kämpfst. Oder dass du ein NPC bist. Ein NPC, der nicht sterben kann. Ah, ein Boss. Derzeit im Saal der infernalischen Maschine. Hier werden Sie. Hey, Smita, gib mir das Mikro. Holt Verstärkung. Benutzt die Rettungsnetze. Raymond darf die infernalische Maschine nicht berühren. Da gab es mal einen Trick, wie ich das wieder schneller machen konntest. Weil du musst das Ding da ganz oben kriegen. Genau, ich glaube, ich bin immer so gesprungen und dann durch einen kleinen Bug so ungefähr hat er dann relativ schnell immer dann dagegen geschlagen. Ah, ich glaube, das musst du einfach nur ein paar Mal machen und irgendwann war das Ding kaputt, glaube ich. Hey, nicht abhauen hier, wir machen, werden geschnitten. Genau, weil das weniger abzieht, als wenn du halt eben das hier machen würdest. Aber ich glaube, du musst tatsächlich auch anvisieren, ansonsten funktioniert das nicht. Aber ich habe das immer nur zufällig hinbekommen, oder ich muss näher dran. Ah! Ja, manchmal kriegst du einen Doppelten hin. Ah, wieder geschafft, so. Und als nächstes kommen, was auch immer das heißt.
Okay, das heißt, oben kommen wieder neue Typen. Ja, die Bombentypis. So viele Bomben auf dem Feld. Schön, dass er mir immer zwischendurch wieder Energie gibt, ey. Deswegen ist er tatsächlich, glaube ich, schlau, sogar relativ nah hier ranzugehen. Weiß noch, wie ich das erste Mal gestruggelt habe, als ich hier war. Weil ich dieses blöde Ding einfach nicht nach oben bekommen habe. Und dachte mir so, ich gehe nach oben, du Scheißteil. Jetzt, wo ich es natürlich schon einmal durchgespielt habe, auch wenn es lange her ist, ja, weiß ja, wie es funktioniert. Aber wir haben ja gesehen, ne, bei den einen Dingenabschnitt wusste ich tatsächlich noch genau, wie ich laufen musste, ey. Wahnsinn. Ja, ja, einige Sachen vergisst man halt schnell und einige komischerweise nicht, ne? Da muss die eigentlich noch irgendwas machen? Muss die irgendwas abballern oder so, während der was macht? Oder muss ich tatsächlich einfach nur die ganze Zeit aufprügeln? Ich weiß nicht mehr. Wir machen aber die ganze Zeit und irgendwann ist er schon tot. Hoffen wir mal. So ist das Ziel, ne? Und irgendwann, wenn kein Fortschritt mehr kommt, dann wissen wir, wir machen es falsch. Aber jetzt ist er wieder, zum Beispiel wieder runtergegangen. Und schon wieder diese Fliegetypis. Wie schön, dass die immer wieder respawnen, die bunten Dinger. Ich sag ja, die sind ja nett, was die angeht, Energie angeht. Aber naja, wie oft denn noch? Nee, ist ja auch dafür gedacht, dass du halt selbst kleine Kinder halt eben das Spiel so gesagt durchspielen können. Weil jedes Spiel könnte das erste Spiel für jemanden sein. Du willst ja dann in Zielgruppe nicht vergraulen, ne? Ah, zur Seite schlagen ist immer ziemlich doof. Nein! Rayman, so einfach kommst du mir nicht davon. Du wirst mit dieser Fabrik untergehen. Brüder, durchlöchert den Behälter mit Blöblöb. Blub, blub. Dachte, das war der Endboss. Das Spiel ist durch. nein, natürlich nichts. Genau. Weiter, 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 weiter. Jetzt geht wieder alles kaputt und alles fällt auseinander. Das meinen die. Der Pegel steigt. Komm, da erinnern wir uns ja wieder an Raven 2. Ah, scheiße. Ich weiß gar nicht, ist das in den Pegel auch so ein bisschen gerichtet, wo du bist, oder ist das tatsächlich? Na, einfach nach Zeit gemacht, keine Ahnung. Ah, scheiße, Mann, jetzt hänge ich wieder fest. So schnell kann doch kein Pegel steigen hier. Sieht aus, als wärst du am Ende der Fahnenstange. So, ich bin noch auf den komischen Dings gekommen. Ja, jetzt bin ich tot. Was passiert jetzt? Der Spielstand wird gelöscht. Nein. Weißt du, wie viel Energie habe ich hier verloren? Okay, ich fange einfach nur den Abschnitt komplett von vorne an. Oder vielleicht das ganze Level nicht. Ist ja, glaube ich, schon ein neues Level. Hart verkackt, hart verkackt. Aber ich bin, glaube ich, tatsächlich auch noch nie gestorben in dem Spiel hier. Also auch bei meinem ersten Playthrough, glaube ich. Kann natürlich sein, dass ich gestorben bin. Nein, nein. Alle Lulen schon lange her. Ah, okay, er lädt aber nur den Spielstand. Die scheint, weil... Ich habe ja tatsächlich gleich viel Energie wie das letzte Mal. Gleich viel, gleich wenig, wie auch immer.
Oh Gott, ey, das ist aber auch Millimeterarbeit, ey. Toll, die roten Dinger bringen mir ja viel, wenn ich... ...sterbe. Ja, zum Glück sterben die alle mit einem Schuss, aber... ...mit drei würde das ja gar nicht gehen, dann würde sie schon abgesoffen sein. Ja, ich hab doch keine Zeit. Was, Leptis? Ja, da was ist Leptis? Na toll, ich bin am Arsch, weil ich muss jetzt genau wieder nach oben kommen. Unsere Ahnen, O Leptis, Herr der Nacht und Vater der Knarren, erscheine und ver-